Oh. Back here. Mit dem geklaut. Ach! Direkt hier um die Ecke, wie praktisch. Was erwartet mich denn da? Der Gun Club. Hallo. Kauf 3 Overalls. Kaufe 3 Overalls. Dunkel, ja, dunkel ist gut. Kaufen. Er kriegt natürlich einen grünen. So. Das könnte ein sehr einfacher Auftrag werden. Bestanden. Erweitern. Vereinte Farben. Nein. Schneller Einkauf. Nein. Ich hab mal wieder komplett versagt. Ärgerlich. Keine Antwort. Ist einfach. Okay. Kurz noch parken. Wir müssen das Auto wechseln. Was macht der? Geil, wenn ich Sprint drücke, rennt er einfach nach vorne. Wo ich nach hinten drücke. Hä? Alla! Ach. Wow. So. Boah, kannst du echt nicht steuern so. Huch. Da, das ist ein gutes Fluchtauto hier. Auto muss ich jetzt wahrscheinlich wieder abgeben, ne? Kauf 3 Masken. 3 Masken, okay. Grüne Monstermaske. Schneller Einkauf. Weiße Hockeymaske, okay. Ich brauche diese rote Monstermaske. 3-mal, okay. Zurück. Kaufen. Tada! Das war jetzt so sehr schnell, oder? Und vereint. Also. Klischee. Na gut, na gut. Aber ich war schnell. Ich bin da durchgekommen. Ach, da an der Seite. You ready to do this? Yeah, we got everything we need. No thanks to you. All right. I'll let you know when it's happening. Tja. Weil wir hier erstmal andere Aufträge noch machen. Da, was ist das denn? MT, wir müssen bei diesem FBI-Ding Zeit rausschinden. Sagt ihm nicht, dass ich euch erzählt habe, aber ich muss erst noch was verlässt erlegen, bevor wir loslegen können. Ah, okay. Da kommt die Info. Wagen stelle ich mal da ab. Ist ja auch nur geradeaus fahren.
Vespucci. Was ist denn hier nachts noch so viel los? Oh. Man sah zu auf beiden Seiten, ne? Ich bin ja jetzt schon da. So. Anyone home? Nein. Die sind doch alle weg. So. Hatten wir nur noch vier? Kann ich da hin? Müssen wir das zusammen machen? Direkt mal gucken. Oh, hallo. You got lucky, buddy. Nein. Wahnsinn, wie sehe ich mich jedes Mal verschätze bei den Kurven dieser Innenansicht. Ach, da muss er doch wohl durchkommen. Und wir halt runter. Ah, okay. Ich dachte, weil sie mir angezeigt wird vielleicht. Bei was? Bei Aufzeichnung? Möchte ich doch gar nicht. Möchte einfach den Charakter wechseln. Hä? Aha. Ey, der ist hier ganz verändert. Das ist nicht gut. Oh, Johannes, die Torte war da. Tschüss. Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Gute Nacht wünsche ich. Waren die denn hier alle? Only inches, yes, that looks very odd. Oh no. Nee, falsch. Boah, Junge. Man. Komm, ich ja eben auch lang gefahren. Muss mal links. Und jetzt zum Strand. Eigentlich das bessere Gefährt hier am Strand. It's so terrible. Noon O's Beach Café. Stellen wir uns mal an die Mauer und warten. Greifen uns ein bisschen einen Schritt. So, what's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time.
I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Begib dich zum Hotel. Ganz leicht. Achso, ich brauche direkt Waffen, ne? Was haben wir denn? Ich habe ein Scharfschützengewehr. Aktien, da kann ich mal wieder drauf setzen, aber zu anstrengend. Das ist mir alles so anstrengend. Warum muss er das eigentlich machen? Waren eingetroffen, um die 10 Personen vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Okay, ich schalte die Zielperson aus. Ich würde sagen, ich gehe natürlich noch weiter nach oben. Und ich noch länger brauche, um rauszukommen. Wo ist denn das Ding? Da musst du jetzt leider mal durch, du bist ja so sportlich. Kein Fahrzeug hier. Hier ist halt gar kein Fahrzeug. Die Sicht ist mehr als bescheiden. Nämlich gleich null. Das? Gott, da muss ich aber direkt treffen.
Spannung steigt. Check out, check out. Kommt der denn raus? Da, da? Da. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. We got a shooter! Take cover! Shots fired! Shots fired! Man, you get what you give out, Mr. Lowry. Where is that son of a bitch? Keep your eyes open! Warum stehen denn hier keine Autos drin? Kann mir das mal jemand sagen? Lächerlich. Und Exit. Und raus hier. Verstanden. Erweitern. Wow. Verdientes Geld nur 1000. Quasi nichts. Ja, ist doch schön. Fangen wir mal kurz an. Hey, it's done. I know. Good work. Alright, well shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Ah, hinter. Da muss ich sofort hin mit einem schicken Auto. Was zusätzlich ist, Kapital zu kriegen. Hey Mike! Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, shit. Well, I'll see you at the lot. Es ist also auch bereit. Wo bin ich denn gerade? Ich glaube, ich mache das hier kurz mal. Meine Güte. Boah, die kriegst du kaum. Packt. That's dumb luck right there. What the fuck? Was ist das? Ich bin gegen die Laterne gefahren. Ja, außer total zerstört. Oh Gott, habe ich jetzt meine ganze Waffe verloren? Ja, ne? Die nehmen einem die Waffen ab. Ne, tun sie nicht. Wahnsinn. Mein Auto zufällig mitgebracht? Nein. Ja. Ja, Unfähigkeit der Menschen bestraft. Und zwar wirst du dafür bestraft. Tut mir leid. Der war nochmal zu schnell für mich. Wie schnell er einfach fährt. Ist nix.
sag's noch niemandem, mach ich das da. Und wieder zurück. Kann der Tank eigentlich leer gehen? Ist das möglich? Wer? Ich habe voll in den Kopf geschossen, als ob der noch lebt. Die Frage ist, wo ist der Gegenstand? 2000. Brauche ich das Geld? Gucken, was passiert, wenn ich das zurückgebe. Ich kriege ja noch einen Freund. Hold on a sec, there's a guy coming. My good deed for the day. Incredible, dude. You should keep some of that for yourself. Oh, 200 gibt mir 10%. Ach, ich fühle mich so gut. Nicht! Fangen wir direkt so hin. Hier soll ich irgendwo einen Schnappschuss machen können. Hey yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops. Like right now, bro. Apparently she's wasted. Get after them. See if you can snag a shot of her getting busted. I don't know and I don't care. Folge Poppy. I guess that's her. Whoop, whoop, whoop. Poppy. Du kleiner Zwerg. Jetzt ist er nur verfolgen, ne? Oder? Soll ich jetzt schon Fotos schießen? Kann ich Fotos schießen? Wahrscheinlich nicht. Wow. Auf Wiedersehen. Aber wird direkt übernommen. Sehr tapfer, die Gesellen, sehr, sehr tapfer. Stimmt, ich habe ja mal einen super, super Skill hier. Das ist natürlich wieder mal praktisch. Man, how the fuck I get myself into this? Ah, guck mal, was daraus wird. Es ist doch nur eine kleine Verfolgungsjagd. Polizisten wundern sich auch gar nicht, warum denn noch so ein wilder... Was ist das hier, Audi oder was folgt? Ich kann nicht! Na gut, so. Aber anhalten muss ich nicht, ne? Nutzt die Handykamera. Foto, 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 Papi. Papi. Schicke Beverly. Foto senden. Beverly. Schwinden Sie, bevor
Bevor sie dich einbuchten, mache ich. Heute Abend zum Flughafen. Heute Abend. Und wir haben... Huch! What the fuck? Ist der wild? That photo! What can I say? A great journalism! Our little sex tape said sloppy poppy and a full-blown meltdown! How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. I'll be in touch. Bis später. So, wie kann ich hier... Wie ist denn hier eigentlich für ein Hubschrauber? Police Department, okay. So, Kühle! Ruhige Nachtluft, ja, fuck you too. Entschuldigung, weiß, du hattest Vorfahrt. Trotzdem ist das meine Straße. Sieht man so schön nichts, wenn man hier hochfährt. Ah, Blindflug ab. Jetzt. Oh. Das heißt, man sitzt doch auf jeden Fall zu tief. Also, Sicht. Kann keiner erzählen. Muss ich da hochgucken, so? Da oben ist mein neues Zuhause. Da will ich jetzt hin. Shit. In Vinewood Hills. Hier bin ich jetzt zu Hause. My car, asshole. Das gehört mir. Uiuiuiuiui. Hier können meine Kinder schön auf der Wiese Fußball spielen, auf der Straße. Kannst Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage packst. Ja, dieses wunderschöne Schiff werde ich da sofort parken. Mal wieder die falsche Taste. V. So. Wow. Ist noch nicht alles ausgeräumt, aber... Wow. Ja. Das ist natürlich ganz schlecht hier oben. In the bowl. Oh, is that shit a present for not training you? Schön hier. So, ja, nach so, dann springen wir mal in unseren Pool. Ah, ist das schön kühl. So, und jetzt komme ich hier rein. Wow, Sicherheitsglas. Was? Speichern wir das Spiel mal. Mit den nassen Klamotten einfach aufs Bett. Schon so lange nicht mehr richtig gespeichert. Oh, ein schöner neuer Tag. Wow. Welche Aussicht.